Endlich! Lass dir ruhig Zeit, wie üblich. In Ordnung, schnapp dir deine Ausrüstung und geh zum Bahnsteig. Sie warten schon auf uns. Wir treffen uns dort. Hey, Artyom, vergiss nichts. Ja, und damit herzlich willkommen hier zum zweiten Part von Metro 2033 hier in DLP TV. Ja, werden wir mal sehen, wo es uns heute hier hinschlägt. Bin ja mal echt schon gespannt. Ja, wir gucken jetzt erstmal hier rum, was wir so Schönes finden. Dieser Teil der Station ist vorübergehend gesperrt. Aha. Nur die Wachen dürfen durch. Ja, das ist doch ein Wort. So, wie gesagt, schauen wir jetzt. Hast du jemals deine Klappe? Naja, ich fresse. So. Wir werden jetzt mal sehen, was uns hier erwartet. Hier, wunderschöne Küche. Was gibt's hier? So. Halte M gedrückt und dein Journal ein- und auszublenden. Sorry, tut mir leid, ich hab's heute leicht in Hals. Wäre wohl langsam krank hier. Ja, kein Wunder bei den Temperaturen. So, aha, die haben einen Kompass. Und ein Feuerzeug. Ja. Was wie Zippo. Ja. Gehen Sie zur Polz und finden Sie dort einen Ranger namens Müller. Gut, dann werden wir das mal machen. Ja, kriege ich das jetzt irgendwie weg? Gut, danke. So, hier ist Vorratskammer. Vom Feinsten alles so eingerichtet, wie wir es brauchen. Überall Dreck, nur Dreck. Leute sind Dreck, wusstest du das? Lügner, Heuchler, Verräter, überall. Was? Ich bin Dreck? Auf, mit wem du redest. Läuft herum und hinterlässt nur dreckige Fußspuren. Ja, das kann passieren, junge Frau. So, gehen wir mal in das höhere Stockwerk. Es macht keinen Spaß, überall da hinten. Ganz schön was los. Ja, Gefängnis haben wir natürlich auch hier mit Sturmhaube. Hey du, komm mal hierher. Sprechen verboten, hast du gehört? Na. Und du, Artyom, solltest gehen. Du hast hier nichts verloren. Ein Gefängnis ist ein Ort für Diebe. Also bist du auch einer. Okay, das ist ein Wort. Ja, so ist das. Sie haben mich geschnappt. Ja, hier ist ja ganz schön Betrieb hier. Schau mal, sieht deine Standard. Gute Waffen machen einen guten Soldaten aus. Ja, hier ist ein kleiner Markt, wo wir uns ein bisschen einkaufen könnten. Gleich mal für unseren Colt hier ein Update. Ja, jetzt nicht dagegen. Munition. Auf jeden Fall mit Schalldämpfer, ohne Schalldämpfer, was man will. Ja. Kann ich mir aber leider nicht leisten. Wie Sie wollen. Im Krieg ist die Waffe der beste Freund des Soldaten. Ja, ein kleiner Markt aufgebaut. Schon wieder betrunken. Steh auf, du Saufbold. Ja, was ist denn das? Ist das eine Bank? Nein. Da kann man auch mal Munition kaufen. Oh, wir haben ja leider kein Geld. So. Na, genau. Schick den alten heben. Artyom, wo ist deine Ausrüstung? Geh zur Waffenkammer und lass dich ausrüsten. Das können wir machen. Und wo ist die Waffenkammer? Ja. Was hältst du denn von diesem neuen Typen? Er scheint völlig inkompetent zu sein. Als wenn du als Soldat geboren wärst. Jeder kann alles lernen. Nein, nur wenn du das... Guten Tag, junge Frau, junger Mann. Okay, schauen wir mal. Maschinenpistole, Kaliber 5. Ah, ja. In der Waffenkammer hergestellt.
Ich nehme die AK-47 hier oben. Nee. AK-47, junge Frau. AK-47! Ach. Nutze kurze Feuerstöße, Artyom, und verschaff dir auch etwas Munition. Hier ist ein Universalladegerät, damit die Akkus frisch bleiben. Und eine Gasmaske. Setz sie auf, wenn du durch starke Strahlung gehst. Oder, noch schlimmer, an die Oberfläche. Armeeausgabe der Medipacks, nur für den Fall. Okay, du bist ausgerüstet, mein Freund. Probier auf der Schießbahn alles aus. Versuche, deinen Kopf nicht so weit herauszustrecken, ja? Alles klar, junge Frau. Dann machen Sie es mal gut. Wir gehen jetzt mal zum Schießstand. Da wollte ich schon immer mal hin. Ja, jetzt müssen wir bloß noch den Weg hier finden. Du schließt dich der Karawane an, Artyom. Aha. Meinst du, wir können irgendwann zurück an die Oberfläche? Ich habe Moskau nie gesehen. Nur die alten Wege. Ja, wir haben es jetzt rausgefunden, wo wir sind. Moskau. Und bald werden die oh, du schöne Stadt. Und die werden die übernehmen. Ja, das sieht ja zumindest schon mal aus. Mensch, geht doch nur mal rüber hier. Rumschubsen und dann nicht laufen. Das sind wir durch. Oh, Schweine, oh ja. Sie sehen aber sehr, alle sehr gut genährt aus. Und die fliegen. Perfekt. Ja, halten wir sie mal fest. Hier noch ein Schweinchen namens Babe. Glaube ich zumindest. Artyom! Hierher! Beeilung! Sei gegrüßt! Du bist also bereit aufzubrechen? Moin! Ja klar, sind wir das! Schätze ich mal. Ja. Bist du bereit? Dann los! Natürlich! Auf in den Krieg! Deine Erfindung ist die Mordwaffe Nummer 1 in der Welt. Das ist noch schlimmer. Du setzt dich da hin, Artyom. Und du, Eugene, setz dich da hin. Hat jemand irgendwas vergessen? Hast du jetzt endlich die Ausrüstung? Dann lass uns gehen! Hey Leute, ihr wollt nach Riga? Ja, genau. Könnt ihr mich mitnehmen? Klar, aber nicht kostenlos. Du musst dann und wann den Hebel bedienen. Geht klar! Dann los! So, wir sind hier in einer Eisenbahn gelandet, in der U-Bahn also von Moskau. Zu Hause bleiben, viel Glück und uns natürlich auch. Ich wünsche uns viel Glück. Bist du also bereit, endlich woanders hinzugehen? Ja. Ja, Pump, mein Freund, Pump. Endlich frei. Naja, zumindest für die Dauer der Fahrt. Es wird bestimmt Spaß machen. Oder gefährlich werden. Noch besser, oder? Es war das erste Mal, dass ich meine Heimatstation verließ. Es machte mir Kummer, dass ich meinem Stiefvater nicht die Wahrheit gesagt hatte. Ich würde von Riga nicht direkt zurückkommen. Aber Hunter war auf mich angewiesen. So, mein Lieben, wir sind jetzt hier in der Eisenbahn. Wo kommst du denn her? Tunnel Riga, unterwegs hier. Ich mache die Runde. Kaufe Waren ein. Ich wette, dann hast du schon ein paar Leute gesehen. Los. Der Markt kommt direkt nach Riga. Und das ist bereits eine große Metro. Ich habe regelmäßig Touren zur Police gemacht, aber man braucht inzwischen viel Glück, um dorthin zu kommen. Entweder das oder man muss von der Hanse sein. Wieso das? Die Hanse verbindet die ganze Metro und hat viele Stationen. Aber Außenseiter sind nicht willkommen. Und wenn es nicht die Hanse ist, musst du durch die Roten, die Faschisten oder die üblichen Banditen. Und die sind in letzter Zeit ziemlich übel geworden. Wenn sie nicht gegen andere kämpfen, führen sie untereinander Krieg. Ja, wie gesagt, wir rollen jetzt hier unter Moskau lang. Im Untergrund. Langsamer Jungs. Peter, was ist los? Eine Militärkarawane ist bei der Alexejewskaja stecken geblieben. Ein Tunneleinsturz oder so eine Scheiße. Ihr müsst den Diensttunnel nehmen, der an der Alexejewskaja vorbeiführt.
Ach Mist, ich hasse diese Tunnel. Also gut, Peter. Öffne das Tor. Es gibt keinen Grund, hier ewig stehen zu bleiben. Wieso? Was ist denn mit dem Tunnel? Es ist ein normaler Tunnel. Vielleicht nicht gut beleuchtet. Ich bin letzten Monat da durchgegangen und ich mag ihn einfach nicht. Gut. Werden wir den zweiten Tunnel benutzen? Was uns da erwartet, kann ich euch nicht sagen. Es sieht schon böse aus, wenn da so ein Riesenstalltor davor ist. Wir fahren in eine Dreisine und sind bewaffnet. Wir werden also ankommen. Uiuiui, ja, wir haben jetzt unser Maschinengewehr. Auf Anschlag. Verdammt, tut mein Kopf weh. Ja, da vorne rennt irgendwas. Wenn du mir hilfst, den Hebel zu bewegen, kommen wir schneller ans Ziel. Okay, Eugene, hilf dem Mann. Wir sollten schneller fahren. Achte auf den Bereich hinter uns, Adjom. Klar, hilf ich. Auf diese Weise kommen ja, wir schneller nach Liga. Lieber. Wir sollten schnell von hier verschwinden. Es ist unheimlich, wenn Sie hier sind. Und mir tun Sie leid. Sie? Wer? Kannst du sie nicht weinen hören? Wen meinst du mit Sie? Wovon redest du da? Was ist mit dem los? Boris! Hey, was? Was geschieht mit mir? Was? Oh. Was zum Teufel? Mein Gott! Artyom! Artyom! Hierher! Ui. Was zum Teufel? Hallo, wach auf. Was? Wach auf oder schießt du ins Gesicht? Scheiße. Aufwachen, Leute. Aufwachen, um Himmels Willen. Boris. Aufwachen. Auf, Boris. Scheiße, das ist gar nicht gut. Boah, fuck, ey. Na, Munition alle. Munition alle. Rennen. Fuck. Ja, wir sind gestorben. Weil unsere Munition alle war. Scheiße. Aufwachen, Leute. Aufwachen, um Himmels Willen. Boris. Ja, meine Munition ist trotzdem alle. Ich weiß nicht, warum mir meine Munition immer alle ist. Verdammter Mist! Ach, Mann! Ich kann nicht schießen, ich hab nichts. Mein Gott. Warum habe ich so wenig Munition? Ja, dann werden wir das jetzt mal anders angehen hier. Wir werden unsere Munition ein bisschen schonen, bevor der zweite Gegner kommt. Wir werden ihn dann frontal ins Gesicht schießen. Ja, lassen wir jetzt mal die Viecher hier Viecher sein. Ihr schießt, ich bediene den Helfer!
Wach auf, sonst sind sie an! Ja, das können wir. Hilf mir, Artyom! Ja! Artyom, nimm meine Schrotflinte! Ja, das ist ja super. Ach du Gott! Ach du Gott! Ach du Gott! Ja, wir haben ja einen Haufen Montage, würde ich gerade sagen. Mutanten! Ja, und müssen uns laufend hier freischießen. Ja, wie viele sind denn das noch? Oh Gott! Oh Gott! Ah! Verdammt! Verdammt! Wo bin ich jetzt? Fuck! Ich muss hinterher. Ah, die schießen. Nein! Nein! Boah. Es sind so viele! Nicht den Flammenwerfer benutzen! Bitte! Boah. Lasst uns ihnen den Marsch blasen! Ja, haben wir es geschafft? Das war heiß. Ich brauche etwas zu trinken. Ja, das war... Die Riecherstation war nur der erste Halt auf meiner Reise. Aber die Karawane fuhr nicht weiter. Bevor sich also unsere Wege trennten, tranken wir auf unser Überleben. Der Wodka ertränkte meine Furcht, allein zur Polis zu reisen, allerdings nicht. Aber dann, zu meiner Überraschung, stieß ich auf einen Partner, mit dem ich nicht gerechnet hatte. Ja, meine Lieben, das war der Part 2 hier von Metro 2033. Ja, wenn ihr mehr wollt, dann schaut den Part 3 hier bei DLP TV. Mit Aaron Danny. Bis zum nächsten Mal. Ich bedanke mich. Ciao.